The Matrix, klar. Paar Zahlen in großen Klammern, schön in mehreren Zeilen und Spalten. Jan, Janina und Yannick sind drei Freunde, die ab und zu mal ins Schwimmbad gehen. Sie haben das letzte Mal aufgeschrieben, wer was gegessen hat, weil Jan für alle bezahlt hat. Jan hat einen Burger mit Pommes und ein Eis gegessen, Janina einen Burger und zwei Eis, Yannick zwei Pommes und zwei Eis. Das Ganze ist ohne die Tabelle drum ja eine Matrix. Weil Yannick und Janina öfter mal ihren Geldbeutel vergessen, sind sie beim nächsten Mal im Schwimmbad wieder blank, Jan muss nochmal bezahlen. Ein echter Held da, Jan. Aber er weiß ja, dass beide ihre Schulden verlässlich zurückzahlen, kein Thema. Außerdem essen alle drei nochmal das Gleiche, leicht zu merken. Yannick hatte zwar schon mal ausgerechnet, was er und Janina Jan schulden, aber heute haben sie sich das erste Mal seitdem gesehen und beide haben ja kein Geld dabei. Nach dem Schwimmbad rechnet Yannick deshalb zusammen, was Jan bei beiden Malen insgesamt gekauft hat. Und zwar, indem er die beiden Matrizen addiert. Jan hatte insgesamt zwei Pommes, zwei Burger und zwei Eis. Janina hatte zwei Burger und vier Eis. Yannick hatte vier Pommes und vier Eis. Genau das, was wir gerade gemacht haben, ist schon alles. Man rechnet die beiden Einträge in der ersten Zeile und ersten Spalte plus. Das ist dann der Eintrag in der neuen Matrix ganz oben links. Genauso rechnet man auch die anderen Einträge aus. In der zweiten Zeile und dritten Spalte die Einträge zusammen, geben den entsprechenden Eintrag im Ergebnis. Ganz, ganz wichtig, unbedingt merken, beide Matrizen müssen dazu genau gleich groß sein. Beide müssen gleich viele Zeilen und gleich viele Spalten haben. Minusrechnen geht natürlich genauso. Jetzt zieht man halt alle Einträge voneinander ab. Bedingung ist die gleiche, die Matrizen müssen gleich groß sein, dass man das machen kann. Wir bleiben aber mal bei Yannicks Rechnung, da wo er die Matrizen zusammenzählt. Nachdem er das gemacht hat, denkt er sich, das war ja schön blöd. Das vorne ist ja gerade zweimal die gleiche Matrix. Dann hätte er ja auch einfach jeden Eintrag mal zwei nehmen können. Das ist genau das, was man macht, wenn man eine Zahl mal eine Matrix rechnen soll. Die Zahl mal jeden Eintrag in der Matrix, das gibt dann die neue Matrix. Was hier sau nice ist, da gibt's keine Bedingungen, wie groß die Matrix sein muss. Gar nicht so schwer, oder? Wir gehen's nochmal kurz durch. Erstens, man kann Matrizen addieren oder subtrahieren, wenn sie gleich groß sind. Dabei addiert oder subtrahiert man immer die entsprechenden Komponenten. Egal wie groß eine Matrix ist, man kann sie auch mal eine Zahl nehmen. Dann nimmt man jeden Eintrag einzeln mit der Zahl mal. Nice Leute, mehr zu dem Thema gibt es in den anderen Videos von uns. Einfach reinklicken, bis gleich dort.